Ich wollte mal gucken, was Papa macht, und dann rennt sie wieder vor. Was macht Papa? Geh mal wieder zurück. Du bist noch der anderen Bunker im Dach. Boah. Au. Danke. Okay. Yep. Weitere Feinde im Anmarsch. Aber da müsste ja noch irgendwo sein, ne? Hinter der Balustrade müsste noch was hängen. Da hinten, zumindest. Ja, aber der Hand ist jetzt unten. Ja, der. Ja, den meine ich jetzt gerade eigentlich ja nicht. Okay, Hutch geht ab und da kommen wieder Feinde. Ja. Problem ist einfach nur, dass ich gerade hier nicht raus kann. Richard, du hast noch was vor dir. Du weißt, der ist. Was ist hinter dir? Ah, oh, ich hab was vor mir. Ich muss bloß alle Waffen nachladen hier. Danke. Aber ich glaube, den hab ich. Da hockt irgendwas? Hier hat's Muni, falls ihr braucht, ja. Ja, toll. Bei mir ist auch welche. Okay, gut. Boah, Alter. Patz, ich krieg sie voll ab gerade. Ich komme nicht aus der Deckung raus. Dann bleib in Deckung. Bin ich auch gerade dabei. Der hat ja, mich gerade auf Visier. Ja, dann ist gut. Dann können wir langsam vor. Wie hier rechts irgendwo Dach hinter irgendwelche Wildbeutel und. Da stehst du. Belüftung. Jetzt hat er dich nämlich auf Visier. Boah, jetzt hat er mich, glaubt. Oder sind einfach die Typen bloß. Warum willst du noch nicht schießen? Ja, das, was du so scheiße schießt, ist ein Geschützturm, ne? Das ist nicht der Typ selbst. Das ist das Geschütz. Das ist der Typ. Er hat ein Geschütz. Nee. Okay. Ach so, ja, doch, stimmt. Der hat so Sperrfeuerfähigkeit. Ah, hab mir doch nichts. Komm, lauf weg. Shit. So, den einen hab ich. So, scheint wohl jetzt nur noch der Chef zu sein. Ja, ist noch der Chef. Ja, dann roll drauf. Ja. Oh, Sperrfeuer. Da geht mit mich los. Ja, sehe ich gerade. Mach nichts, ich mach grad einzelne Schüsse auf den. Ja, ich bin dabei. Okay, er muss nachladen. Ah, ne, jetzt hat er wieder. Komm, jetzt hat er mich gerade auf Visier. Schild ist leer unten bei ihm. Ja, ja. Okay, Schild ist unten. Boah, der hat mich. Boah, fuck it. Jawohl, wir gestern. Haben die Medizin in Sicherheit gebracht. Wiederbelebung. Und ihren Stab. Jetzt haben wir nämlich Ruhe, was kommt zu dir? Ich bin schon wiederbelebt. Ah, du bist wiederbelebt, okay. Nachdem der besiegt worden ist, war er dann wiederbelebt worden. Okay. Wenn sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Candle und was sie für uns tun kann. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, jetzt erstmal, bevor wir weitermachen, erstmal das ganze Loot-Zeug ansammeln. Ja, wollte gerade sagen. Jetzt haben wir jetzt noch ein bisschen Ruhe. Achso, ich könnte auch eine neue Waffe nehmen. Und eine neue Fähigkeit, stimmt. In Stufe 5 kriegst du eine neue Fähigkeit. Stimmt. Stimmt, was einfach sagt, aktivieren wir dann? Ich werde das Scan aktivieren. Das heißt, du machst Medic. Ja. Heilung an sich, naja. Achso, das. Doch, Heilung kann man ja gleich. Wenn man den Medic-Flügel freigeschaltet. Ja. Dann warte ich nämlich noch kurz. Wie Inventar ist voll, was soll das? Ach Gott, ach Gott. So, die mal eine Reichweite drauf. Und ein neues Schnellwechselmagazin, ja, auch drauf. So bin ich jetzt bei 1803 SPS. So, kann ich meine Handfeuerwaffe noch mal kurz modden? Da. Da ist aber nichts zur Verfügung. So, machen wir erstmal die Fähigkeiten. Und zwar nehme ich die Technology. Allerdings ist da auch nichts zur Verfügung. Bei der Rüstung habe ich auch nur Scheiße zur Verfügung. Sollte jetzt hoffentlich auch bald wieder mehr werden und besser werden. Da ist eine Allzweckweste. Da ist auch nur Scheiße drin.
Wachpersonal Ding schone. Da ist doch gar nichts drin. Okay. Okay, ich bin fertig. Ich bin noch dabei. Macht euch keinen Stress. Ist gut. Oh, ich hab's. So, dann werde ich sagen, ich hab's auch. Und wir können weiter. Ja. Er fährt dem Chef hinterher. Was? Bin der Chef. Das Spiel hat sich gerade irgendwie aufgehängt. Okay. Läuft aber wieder. Ist bloß gerade irgendwie Stockerblebe. Okay. Ah, solange es nicht abschmiert, ist es okay. Und jup. Dieser Moment, wenn der Sportunterricht mal nützt. Der Sportunterricht, du hängst bloß an einem Ding da dran. Ich muss ja trotzdem erstmal runterkommen. Oh, hier unten ist ein Rucksack. Da ist nichts drin für mich. Doch, das liegt schon vor dir. Das hat man in der letzten Aufnahme auch schon. Aber, ja, ich weiß, aber da war nichts für mich. Da war gesperrt. Dann war's voll. Ja. Nee, mein Inventar ist eigentlich noch nicht voll. Ja, dann ist genau das vielleicht voll. Das sind aber diese. Ja, vielleicht ein Müsli-Riegel, wo du bloß schon einen hast. Nur drei mitnehmen. Wenn ja, du eine Konserve zum Beispiel du schon drei hast und dann noch eins droppt, dann kannst du das Ding nicht aufnehmen. Dann. Kann theoretisch auch der Fall sein, ja. Gut, dann kann das gewesen sein. Jo. Also, ich habe noch 20 oder 25 Plätze frei alleine im Inventar. Ja. Die auch schon mal in die Basis? Ich bin schon drin. Ja, wir kommen. Jawohl. Weil kommt, glaube ich, eine Videosequenz und bevor man dann irgendwie wieder rein verlasselt. Adieu. Ich sehe euch auf der Karte blaue Punkte, deswegen bleibe ich jetzt mal kurz da stehen. Bis der eine ist jetzt schon bei mir. Zweite kommt dazu. Zweite kommt dazu und dann würde ich jetzt sagen, dann laufen wir jetzt mal zum medizinischen Flügel rein. Wer fehlt noch? Bin dabei. Und mit Jessica reden. Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal, draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Kendall. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß. Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erst mal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott, das Arschloch. Ich habe ihn mal in der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde. Ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Tja, dann fangen wir mal gleich an. Besser gesagt, die gute Jessica. Und wir werden jetzt den medizinischen Flügel aufwerten. Genau. Das werden wir jetzt als erstes machen, dann schauen wir mal, was wir da so zur Verfügung haben, ne? Und zwar, wir haben... Du kannst nur die Klinik bauen. Du kannst, ja. Die Klinik ist erstmal... Das Wichtigste. Voraussetzung, was du machen musst. Sehen gut aus. Ja, ich hätte die Kommunierung... Dekontaminierungseinheit und so haben können, aber ich kann auch direkt weitermachen mit dem zweiten Teil. Richtig, du kannst nämlich noch machen, nämlich du hast noch 200 Punkte und dann genau. Kannst du mal überlegen, was du machst. Apotheke werde ich machen. So, dann haben wir den medizinischen Flügel auf 20% schon mal aufgebaut. Was ich jetzt gerade am wichtigsten finde, was ich gerade auch meinte mit den...
Jeder Zeit wird notiert, in dem Spind ist noch ein Stoff drin. Nicht genug Personal, um Zivilisten zu behandeln. Wir haben alle Hände voll zu tun. Oh, gut, hier oben ist ein Motzhändler. Jetzt können wir mal gucken, ob ich noch eine Waffe vielleicht sogar holen kann. Guck, wie Geld wir haben für 83. Nö. Gehen wir mal weiter auf den Mod, zwei weiter auf den Modshändler. Großer Schalldämpfer. Doch, machen wir. Haben wir uns einen großen Schalldämpfer. So, Ausstattungshändler. Ah, der hat nichts drin. Okay. Das Übliche. Die Lage ist angespannt und wir wollen nicht, dass sie... Beschäftigungsstation brauchen wir gerade nicht zu beobachten. Besuchen. Gerade mal. Sehen Sie sich an. Mein Inventar. Machen wir mal. Was wir hier drin haben, Mod. Reichweite. Noch nicht fertig. Rein theoretisch bin ich erstmal zumindest. Oh, Moment, hier ist noch was. Ich hatte gehofft, was verkaufen okay, das war kurz die Aktivierung wieder Klinik. Apotheke hatten wir schon. Mal gucken, was wir hier noch so haben. Einsatzbericht anfordern. Wir können ja auch kurz mal den Einsatzbericht hier anfordern. Okay, also du bist ein Division Agent, ja? Super. Halte dich nicht mit dem Tod oder dem Gemetzel um dich herum auf. Falls sie noch was brauchen, lassen sie es mich wissen. Viele schon versucht haben, was du jetzt versuchst. Und dabei ja, mit diesem Einsatzbericht-Dings hat es auf sich, dass, wenn du diese Nebeneinsätze machst, was der Typ dir gibt, dem Gebiet hier, die sind immer nur für dieses Gebiet, das ist so. Ja, genau. Und wenn du die alle drei oder vier machst, je nachdem, dann, und du zu dem Typi wieder zurückgehst, kriegst du nochmal irgendeine extra Belohnung. Ja, also ich habe hier zum Beispiel gerade was auf der Karte gehabt, und zwar in 300 Metern ist eine Geiselrettung. Aber ich guck gerade mal, ob wir vielleicht sogar noch hier oben was machen können. Lichtflügel ist aus. Offline, Sicherheitsflügel. Wir können auch gar nicht. Kann ich noch nicht machen, weil wir die noch aktivieren müssen. Ja, gut, dann sind wir eigentlich so weit, oder ich bin zumindest hier drin fertig und gehe schon mal raus und warte auf die anderen eben gerade. Also gucken. Ich würde vorschlagen, dass wir als nächstes gleich den Lincoln-Tunnel-Checkpoint machen. Können wir auch gleich machen, ja. Lincoln-Tunnel-Checkpoint. Das ist das Blaue für ja. Die Sicherheitsflügel freizuschalten. Ja, genau. Weil das für Level 5, das müssten wir nochmal schaffen. Aber eine Gruppe Aufständischer mit Sprengstoff versucht, die Quarantäne dort zu durchbrechen. Gut, Micha steht schon hier, ich bin jetzt auch da, der Tommy, der müsste jetzt auch kommen, da ist er doch schon. Ja gut. Ja, gut, ich hab den Punkt schon markiert, das heißt, wir können eigentlich schon hinrennen. Genau, ihr seht ja oben diese orange Linie, und die macht's deutlich einfacher, den richtigen Weg zu finden. Warte mal, ich guck nochmal auf der Karte, ob ein Safehouse in der Nähe ist, damit wir das vielleicht auch gleich mal aktivieren können. Da wäre eins geradeaus durch. Ich würde sagen, dass wir erst das nehmen. Dann sind wir auf der sicheren Seite und müssen nicht den ganzen Weg nochmal rennen, falls wir das nicht schaffen. Ding. Wenn du den Einsatz abschließen tust, schaltest du normal das Safehouse frei. Automatisch. Aber wir können es aus Sicherheitshalber einfach mitnehmen. Ja, das nehmen wir jetzt mit. Das ist ja eigentlich um die Ecke. Ja. Moment, was bezwecken Sie damit? Warnung! Markierte Feindhauptquartiere entdeckt! Oh oh! Ja. Obacht! Da sind natürlich keine. Aber du stehst direkt daneben. Ich bin voll im Schussfelder. Obacht! Basie hinter dir. Meine Deckung jetzt. Sehr schön. So, jetzt haben wir... Mal kurz einen Ticken weiter vorlaufen, der ist ein, der steht, eine steht direkt dahinter. Ich bin schon auf Visier, da hinten. Scharfschütze, oder da oben? Ja. Da oben ist ein Schütze, ja. Ich hab ihn festgesetzt.
Ja, da oben, ne? Stimmt. Achtung, Micha. Ja, bin gerade weg. Scharfschütze ist festgesetzt. Ja. Halte ich auch noch. Hat einer ein Gewehr? Ich bin dran auf ihn. Ja, ich würde jetzt mal sagen, dass wir entweder den Scharfschützen oder den Lilanen wegmachen. Ich weiß, dass die Scharfschützen. Ah, fuck you. Der hat's auf mich abgesehen. Tommy kümmert sich in der Zeit um den einen. Ja. Zeigt sich. Tommy, Vorsicht. Als Schrotflint regelt. Er hat mir ins Gesicht geschossen. Sehr gut. Das Ding ist wirklich heftig. Ihr habt immer noch den scheiß Scharfschützen da oben, ne? Ja, Tommy ist gerade oben. Jo. Ja, der Schuss ist er weg. Krass. Ja, ein Dietrich-Set. Alter, was hier los ist? Guck mal, voll den Loot hier unten. Ja. Waffenteile. Oh, was haben wir hier noch? Nochmal Waffenteile. Was? Oh, was? Ich glaube, ich habe gerade. Habe ich das gerade richtig gelesen? Das muss ich nochmal lesen. Was denn? Warte. Sehr schön, ich habe. Ah, gut. Sie ist ein Boxer. Gutes Material bekommen. Huch, falsche Taste. So, warte mal. Da ist irgendwo noch was drin gewesen, was ich gut gebrauchen kann. Und zwar Allzweckhandschuhe. Und habe ich noch irgendwas gekriegt, das noch gut ist? Da war doch irgendwo noch Waffen. Ja, ich glaube, da war nicht mehr viel. So. Gut, wo wir so viele Fähigkeiten haben. Da ist irgendwo noch was. Hat einer von euch schon den Scan drauf? Als seiner Fähigkeit? Nö. Den Impulsgeber? Nö, wieso? Weil sonst würde ich auf Erste Hilfe wechseln. Ich habe Erste Hilfe schon drauf. Okay, das ist Erste Hilfe schon drauf. Gut, dann brauche ich das nicht machen. Reicht ja, wenn einer eines hat. Wenn ich alles will, war. Ja, dann der eine erste Hilfe und der andere nimmt den Scan. Pulsgeber, ja. Hab ich. Das Gute ist zum Beispiel, wir haben es ja auch in einer letzten Folge schon gesagt, aber wir sagen es auch gerne nochmal, und zwar das, was andere aktivieren, auch diesen Impulsgeber zum Beispiel, und zwar diese Aktion, das sehen alle anderen auch. Und wir haben noch Bedrohung gefunden mit dem Auto. Das hat so ein bisschen was geholfen. Wow, Basis. Ja, und Granate oder irgendwas. Ups. Ah ne, nicht weiter schlimm. War nicht meine Reichweite. Alter, ich schieße mit der AK-47 rum hier. Ah, ich habe noch eine kleine Waffe. Aber es reicht. Tobi, du bist jetzt direkt im Kreis. Jo. Sind nur Blendgranate. Ja. Und ich stehe auf dem Kreis. Der Typ da oben ist. Oder? Ja, der. Da stand gerade einer oben. Auf dem Lieferwagen. Irgendwo steht ein Granat, wo ist sie dahinter? Mal gucken, ob ich da irgendwas habe. Bam. Da ist noch irgendwas. Ups. Du machst keinen mehr fertig. Ne, das war der letzte Wurf. So, hier liegt wieder grünes Zeug. Ja,